Mein Hobonichi-Flipschuh ist längst überfällig und deswegen möchte ich auch gar nicht groß schwafeln, sondern gleich zur Sache kommen. Wir hatten uns ja den Juli angeguckt und ja, das war das Letzte, was ihr gesehen hattet das letzte Mal. Wir beginnen jetzt mit dem August. Da gibt es gar nicht so viel zu sehen, weil ich ja dann irgendwie in Urlaub geflogen bin und deswegen heute August und September ein bisschen zusammen. Ja, am 1. August, jetzt muss ich mich konzentrieren, waren wir mit meiner Katze beim Tierarzt und ja, sie hatte Flöhe und hat sich natürlich schön versteckt. Das ist übrigens eine Stubenkatze, ich habe keine Ahnung, wo die Flöhe her hat, aber gut, wir sind sie los. Am nächsten Tag, den Dienstag, war ich mit einer Studienfreundin Blut spenden und habe halt ein bisschen aufgemalt, was wir so bekommen haben. Leckerlis. Als Belohnung. Genau, am Mittwoch dann kam mein Tolino an, den ich mir gekauft habe für den Urlaub, weil es praktischer ist zum Lesen für unterwegs. Und der Marienkäfer ist das Logo aus der Bio-Box, wo man entweder Kosmetik oder Essen bekommt. Oder in meinem Fall halt beides. Ja, entschuldigt die Katze im Hintergrund. Der Donnerstag war dann der Tag vor meiner letzten Klausur, wo ich dann total durchgedreht bin, weil ich dachte, oh Gott, ich habe das alles nicht, ich kann das alles gar nicht, keine Ahnung. Also totale Panik bekommen und meine Freundin musste nach Hause kommen und mit mir noch lernen bis spät in die Nacht. Am nächsten Tag habe ich Post aus China bekommen. Ich hatte diese kleinen Stempel bestellt, die man sich selber zusammen baut. Die habe ich übrigens von AliExpress und ich habe auch die HIDA-Sticker und noch ein bisschen was anderes bestellt gehabt. Am Samstag habe ich versucht, für eine Geschichte, die ich schreibe, die Hauptperson zu malen und das ist mir überhaupt nicht gelungen. Die ist viel zu jung geworden und ich habe eigentlich eine reife Frau malen wollen, aber okay. Und fand sie aber ganz niedlich und habe sie ja trotzdem drin gelassen. Vor allen Dingen gefallen mir halt die Haare ganz gut. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Ja. Ja, an dem Tag war das Atemberaubendste, dass ich halt starke Bauchschmerzen hatte und nicht wusste warum. Deswegen mich in Todesqual gemalt. Ja, dann ging es weiter mit den Urlaubsvorbereitungen. Hier wollte ich zum einen eine Tasche nähen für den Tolino. Die hat sich dann, als ich fertig war, als zu eng rausgestellt. Weiß nicht, eine Naht zu viel gesetzt oder so. War sehr ärgerlich. Und ich habe für meine Schwester zum Geburtstag ein Fotoalbum gebastelt, also gebuchgebunden, wie auch immer man sagt. An dem Dienstag kam meine Schwiegermama zu Besuch und hat unsere Wäsche gebügelt. Das ist jetzt, also nicht, dass wir das nicht alleine können, aber sie macht das irgendwie gerne. Sie hat jetzt einen Tag in der Woche frei, weil sie Teilzeit arbeitet und dann wollte sie uns besuchen kommen und ja, ist da sehr stur, hat sich nicht von abbringen lassen. Genau. Den Tag darauf habe ich dann mein Reisevorbereitungsvideo für euch gedreht. Das hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen und da habe ich nicht so viel anderes geschafft. Und dann am Donnerstag bin ich nochmal los und musste ganz viel für meinen Urlaub besorgen und bin dann erst zum Muji in Berlin gefahren, zum Primark, weil ich noch eine Hose gebraucht habe, zum Bösner, um noch Material für das Fotoalbum zu kaufen und dann habe ich auch noch die Wasserfarben entdeckt. Dann zu Louis Bahn für Washi-Tape, zum Decathlon für Schuhe und Rucksack und danach habe ich mich noch mit einem alten Bekannten getroffen, der mir dann diese kleine süße Schildkröte geschenkt hat. Ja, also ein total stressiger Tag, aber ich habe meinen Freund Sven lange nicht gesehen und deswegen ist er doch noch gut ausgegangen. Ja, und das war dann schon so die Zeit, wo wir wirklich nicht mehr so viel Zeit hatten. Da habe ich nur das neue Washi-Tape, das ich aus dem Louis Bahn hatte, ausprobiert und habe halt einen HIDA-Sticker und halt so ein Washi-Tape-Mädchen reingeklebt und dann war das schon das. Also halt stressige Tage, erkennt man immer daran, dass ich nicht viel gemalt habe. Da war das Fotoalbum fertig, das könnt ihr auch auf Instagram sehen. Und am Montag habe ich Post bekommen, und zwar dreierlei. Einmal die liebe Post von Frau Bieber, über die ich mich mega gefreut habe, die mich urlaubsfertig gemacht hat, wenn man so möchte. Und eine Postkarte auch von einer Bekannten aus, also von Instagram. Und die dritte Post war, die hat alles geschlagen. Das war meine BAföG-Rückzahlungsaufforderung. Ja, 2 Tage vor Urlaubsantritt war ganz toll. So, und hier seht ihr wieder, ich habe nicht viel gemalt. Ich habe nur schnell mit Washi-Tape und Stickern dekoriert.
Ja. Am Dienstag war ich halt den ganzen Tag alleine, habe halt noch Wäsche gewaschen und was man alles so macht vorm Urlaub. Meine Katze ist total durchgedreht, ich weiß nicht warum an diesem Tag, aber ja, sie ist manchmal komisch. Und meine Freundin war noch bei ihren Freundinnen und ich war dann allein zu Hause. Und am nächsten Tag habe ich Besuch gekriegt von meiner Freundin und wir haben zusammen Kuchen gegessen. Am Donnerstag hieß es dann packen und wir hatten diesen riesigen, total schweren Koffer, weil meine Freundin und ich uns einen geteilt haben. Und ja, also wir konnten ihn beide nicht anheben, wir sind beide schmächtige Mädchen und es war ziemlich schwierig, weil wir gedacht haben, oh Gott, wie wollen wir damit durch Italien reisen? Und das hatte ich abgemalt von einem Cover von der, ich glaube, japanischen Ausgabe von Anne of Green Gables, also nicht den Manga, sondern tatsächlich die geschriebene Geschichte. Und ja, und dann wollte ich halt Seiten nachtragen. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich weiß noch nicht, was ich mit den Seiten mache. Ich finde es blöd, sie nachzutragen, weil ich ja alles in meinem Journal habe. Und deswegen überspringen wir hier den Anfang September und kommen dann auf ja, am 6. wieder. Und ab da fängt dann mein Hobonichi auch wieder an. Ja, und ja, da habe ich gemalt, wie wir geflogen sind mit noch dem Vesuv, weil wir von Neapel geflogen sind. Ist natürlich blöd, weil wir hier gerade landen und da ist der Vesuv und wir sind ja nicht nach Neapel geflogen, aber okay, ist ein kleiner künstlerischer Fehler. Den Tag darauf habe ich Wäsche gewaschen bis zum geht nicht mehr und habe dann festgestellt, dass ich so viel Kram in meinem Kleiderschrank habe, der total unübersichtlich ist und habe dann ausgemistet. Also ich habe säckeweise aus meinem Kleiderschrank rausgeholt und habe halt alles mal ordentlich reingelegt und so. Das hat dann meinen Tag in Anspruch genommen. Darauf haben wir uns mit meiner Freundin getroffen, die während des Urlaubs aufgepasst hat auf meine kleine Katze. Und ja, haben zusammen Abendbrot gegessen und Salat gemacht und so. Und am Freitag habe ich mich dann das erste Mal rangesetzt und wollte Fotos zusammenstellen für das Journal. Und das hat sehr holprig angefangen, weil ich einfach unendlich viele Fotos gemacht habe. Unendlich viele. Und nach einer A4-Seite Fotos im richtigen Format stürzt einfach mal so ein Microsoft Word-Programm gerne mal ab. Also es hat ewig gedauert. Ich habe auch noch lange dann daran gesessen. Also ihr seht, das ist der 9. September. Und heute drehe ich halt beide Videos für das Hobonichi und für das Journal. Also es hat echt lange gedauert, bis es fertig war. Ja. Dann am 10. ist irgendwie die Waschmaschine kaputt gegangen. Also irgendwie nicht richtig kaputt gegangen, ich kann es gar nicht sagen. Inzwischen geht sie wieder. Ich weiß nicht, sie hat da irgendwie gestreikt, wahrscheinlich durch die ganze Urlaubswäsche. Und ab hier habe ich grundlegend etwas geändert. Zum einen finde ich das total stressig, immer so viel schreiben zu müssen, meinen ganzen Tag zu dokumentieren und immer was malen zu müssen. Habe mir gesagt, das soll mir ja Freude machen und so viel Stress will ich eigentlich gar nicht haben. Deswegen ruhig Blut, ich mache es jetzt immer so, wie ich möchte und muss halt nicht immer was schreiben. Und da hatte ich zum Beispiel keine Lust zu schreiben und habe dann nur gemalt, wie meine Freundin und ich uns abends Heilerde-Gesichtsmasken aufgetragen haben. Und an diesem Tag zum Beispiel habe ich diese 5 Elternregeln für das Kochen mit Kindern eingeklebt, die in dem aktuellen IKEA-Katalog waren. Und die fand ich total super. Also alles. Ja, so eine Sachen, die man sich vornimmt, wenn ich mal Kinder habe, dann mache ich das so und so. Und da hat das irgendwie so mega reingepasst, deswegen habe ich das da eingeklebt. Hier habe ich wieder geschrieben und gemalt. Wir sind nämlich tatsächlich im September, weil es ja noch so heiß war an diesem Tag, am 13., da sind wir nochmal baden gegangen und zwar am Schlachtensee. Und das war sehr schön. Ja, am nächsten Tag hieß es Geburtstagsvorbereitung, weil meine Freundin am Donnerstag Geburtstag hatte und ich musste halt noch Geschenke einpacken und sowas. Und sie guckt immer jedes Jahr an ihrem Geburtstag das letzte Einhorn. Das ist so ihre Tradition und deswegen habe ich mal ja, das letzte Einhorn als Mensch und als Einhorn reingemalt. Hier, wie ihr seht, gar keine Lust gehabt zu malen. Hier habe ich einmal das von der My Life Mits ausprobiert mit diesem Washi-Border-Dekoration. Findet ihr auch auf ihrem Channel. Und das ist von einer Whiskas-Werbung, von so einem Flyer. Das habe ich da genommen. Da war halt auch nicht so viel los, dass man jetzt irgendwie. Also deswegen habe ich auch nie in der zweiten Reihe geschrieben.
Ja, das war der Sonntag nach dem Geburtstag meiner Freundin, wo wir dann auch Besuch hatten von einigen ihren Freundinnen und wo wir dann halt Minigolfen waren und das war echt sehr, sehr lustig. Da habe ich dann so eine kleine Tasche mal reingebastelt. Und unter anderem, also meine Schwester hat ihr zum Geburtstag Dokumentationen geschenkt, unter anderem von Delfinen und die haben wir halt da geguckt am Montag und deswegen habe ich dann Delfin gemalt. Der Dienstag. Jetzt fragt ihr euch, was? Ein blaues und ein schwarzes Midori? Ja, mich erwartet Großes. Ich habe die gebraucht gefunden, auf eBay Kleinanzeigen und konnte sie mir aber nicht leisten, obwohl sie sehr günstig waren. Also 25 € das Stück. Mega günstig. Aber trotzdem 50 € einfach mal so aus dem Ärmel schütteln konnte ich nicht. Und dann habe ich meine Schwester gefragt, liebe Schwester, du hast mich doch lieb. Hast du schon ein Weihnachtsgeschenk für mich? Und sie, hä, es ist September. Warum soll ich ein Geschenk für dich haben? Und dann habe ich sie drum gebeten. Und ja, sie hat sie gekauft und hat sie halt gleich zu mir schicken lassen. Meine Freundin bewahrt sie jetzt auf bis Weihnachten. Das heißt, ich habe noch keinen Zugriff drauf, aber ich habe sie schon mal so gemalt, wie ich sie im Internet gesehen habe. Am Tag danach war ich alleine zu Hause und habe gedacht, Mensch, Carol könntest du mal wieder gucken. Den Film mit Cate Blanchett, den ich halt sehr, 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 sehr schön und sinnlich finde, wie sich die Liebe zwischen den beiden entwickelt. Und ja, habe halt dazu mal einen Ausschnitt gemalt. An dem Tag. Keine Ahnung, Drogen, keine Ahnung. Da wollte ich es einfach mal bunt haben. Hier am Freitag habe ich meine Mildliner bekommen. Und zwar habe ich alle drei Farbpackungen, Variationen, wie auch immer, bekommen und habe halt vom Zoll den Aufkleber und so aufgehoben und mit reingeklebt. Und hier habe ich mal die ganzen Farben getestet. Mir gefällt übrigens das Braun, das Rot, das Gelb und das Grau am meisten. Alle anderen auch? Aber die am meisten. So. Hierzu noch. Das ist mein Name. Das hat euch nicht zu interessieren. Da hat mich die Post erreicht von der lieben Alice von Hallo Alice, dem Kanal. Ich sage es immer gerne wieder. Die macht auch Hobonichi-Flipsu und sowas und die macht das ganz, ganz toll. Und die war in Hongkong im Urlaub und hat mir da ein bisschen was mitgebracht, unter anderem MT-Washi-Tape. Das ist mein allererstes MT-Washi-Tape. Ich habe viele Washi-Tapes, aber kein so teures. Hat mich total gefreut und die hat mal wieder den Umschlag so super niedlich verziert. Ganz toll. So, Seite. Ich habe sie komplett geschwärzt. Das ist auch ein bisschen rübergekommen und so weiter. Ich habe mir am Samstag, weil da das neue Harry Potter Buch rausgekommen ist, das gleich gekauft und habe es gleich gelesen oder gleich angefangen zu lesen und habe es dann beendet am Sonntag. Und ich bin wirklich, wirklich großer Harry Potter Fan und schon so weit, dass ich sehr auf Details achte, auch innerhalb der Bücher, was da so ein bisschen nicht stimmt und so. Nicht, dass ich ihr das ankreiden würde, der J.K. Rowling oder so, gar nicht. Aber dieses Buch ist meiner Meinung nach unendlich schlecht, hat überhaupt nichts mit der Reihe zu tun, überhaupt nichts mit den Personen, die vorher vorgestellt wurden, so wie sie vorgestellt wurden. Das hat mich einfach total enttäuscht. Und ich habe echt gedacht, also damit hat sie Harry Potter irgendwie zerstört. Und das gehört jetzt für mich, also das Buch gehört für mich nicht zur Reihe. Ich habe das jetzt weit von mir weggeschoben. Ich habe gesagt, okay, Harry Potter ist an diesem Tag gestorben. Natürlich stimmt das nicht, aber der alte Harry Potter schon. Ja, und wie ihr seht, durch das Schwärzen, es hat ein bisschen was über den Rand gekommen. Deswegen habe ich diese Seite ein bisschen dunkler gehalten. Hier war auch was. Und habe dann halt einfach nur mit Washi-Tape. Da hatte ich auch keine Lust zu malen. Ich glaube, ich habe schon lange nicht gemalt. Mach doch da. Ja, genau. Und wir sind jetzt schon am 26. und 27. Hier habe ich das tolle MT-Washi-Tape ausprobiert, das die Alice mir geschickt hat. Und am Donnerstag kam Findet Dory raus in Deutschland. Und ja. Spontan sind wir gleich hingegangen, war eigentlich gar nicht geplant, aber ja, war dann doch ganz nett. Die kleine Dori war furchtbar süß und deswegen wollte ich sie malen. Wo wir auch schon beim Anfang Oktober wären. Hier am letzten Septembertag habe ich nochmal eingezeichnet meinen Gryffindor-Schal, den ich bekommen habe von meiner Schwägerin und meinem Schwager. Ganz, ganz lieb. Die waren in Schweden im Urlaub und haben da einen Shop gefunden, wo es die Sachen gibt und haben mir den Gryffindor-Schal mitgebracht, weil sie nicht wussten, in welchem Haus ich bin. Ich möchte dazu sagen, ich bin natürlich eine Ravenclaw. Also nicht, dass es wichtig wäre, aber naja. Ich habe aber schon einen Ravenclaw-Schal und zwar einen selbstgemachten von meiner Schwester, der viel, viel länger ist und viel bessere Qualität hat als die, die man kaufen kann, obwohl die auch nicht schlecht sind inzwischen, muss ich sagen.
Insofern bin ich nicht traurig, dass es der Gryffindor-Schal geworden ist. Im Gegenteil, jetzt habe ich schon zwei Häuser. Und hier, das war halt von dem Schal, das Etikett. So, und das war's auch schon. Als nächstes folgt Oktober und da wird es dann wieder ein bisschen zeitnaher. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ja, freue mich auch auf das nächste Video mit euch. Tschüss!